Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder dabei seid und wieder zurück seid. Ja, ich hatte mir eine kleine YouTube-Pause genommen. Ich hatte das ja auch angekündigt. Und ja, jetzt bin ich aber wieder da. Fresh, ne? Fresh aus dem Urlaub sozusagen, aus dem YouTube-Urlaub wieder da. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf die kommenden Videos, die so geplant sind. Ja, heute wollte ich erstmal direkt starten mit Kringle Candle und Country Candle. Sie haben ja die Frühlingskollektion rausgebracht. Und ja, ich glaube, wir haben alle sehr, 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 sehr lange auf diese Kollektion gewartet, bis sie dann endlich verfügbar war. Und ja, ich habe mir direkt die Bundles geholt und auch beide Male die Wax Melts und nicht die Daylights, weil ich weiß gar nicht, ob es bei Kringle oder bei Country war. Bei einem von den beiden gab es nur die Daylights. Und ich bin nicht so der Freund von den Daylights, weil mir das zu umständlich ist, das da immer so rauszufummeln. Deswegen, ja, habe ich einfach direkt die Wax Melts geholt. Und ja, ich meine, für mich sind das halt drei Portionen, ne? Weil ich mache immer zwei Würfel in eine Teelichtlampe. Und dann, wenn er mir nicht gefällt, dann muss ich ihn ja nur maximal dreimal düfteln, den Duft. Und dann kann ich ihn ja sowieso, ne, wegschmeißen. Genau, von daher bin ich sehr gespannt. Ich habe noch nicht an den Düften geschnuppert, also sie sind noch hier in der Folie drin. Ja, die Folie ist noch nicht geöffnet. Ja, ich wollte einfach ganz unvoreingenommen meinen ersten Eindruck quasi mit euch teilen. Und ja, ich finde, solche Videos machen ja auch immer Spaß. Also ich gucke mir sowas immer sehr gerne an. Und ja, dann kann man ja immer so vergleichen sozusagen. Ne? Findet sie das auch so, wie ich das auch empfunden habe? Oder riecht sie vielleicht was ganz anderes, was ich daraus rieche? So, ne? Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz cool und ja, habe mich auch versucht, so wenig wie möglich influenzen zu lassen, sozusagen von eurer Meinung. Also ich habe wirklich immer, wenn ich irgendeine Story gesehen habe, wo diese Düfte bewertet wurden, habe ich immer skip, 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 immer ganz schnell weitergeklickt, weil ich, wie gesagt, ich wollte mich da nicht ja, beeinflussen lassen von eurer Meinung sozusagen. Deswegen bin ich total neutral, gehe jetzt total neutral an die Sache ran. Ich muss auch sagen, die Duftbeschreibung habe ich jetzt auch gar nicht im Kopf oder so. Ich habe sie mir zwar einmal durchgelesen, als ich sie halt bestellt habe, aber seitdem ist auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, welche Komponenten, wie eine Herzbasis, wie auch immer Note da irgendwie vertreten sind. Das werden wir gleich alles zusammen rausfinden. Und ja, ich würde sagen, gar nicht lang schnacken, wir fangen direkt an. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit Country Candle an. Wobei ich glaube, die von Kringle, so vom Feeling her, werden mir, glaube ich, besser gefallen. Aber wir fangen trotzdem jetzt erstmal mit Country Candle an. So, die heilige Schutzfolie wird jetzt einmal aufgerissen. Ich habe übrigens bei American Heritage bestellt. Ja, die waren ja so die ersten, glaube ich, die neuen Düfte verfügbar hatten. Und ja, mit dem Rabattcode von Jessie habe ich dann auch ein bisschen was gespart. Und dann war es auch gar nicht mehr so teuer. Ne? Ich finde das übrigens eine super Sache, dass American Heritage diese Bundles anbietet. Weil, ja, wir Süchtigen, wir wollen natürlich immer wissen, wie alles riecht. Und ja, wenn man dann halt so gebündelt alles in einem kaufen kann und dann sogar noch ein bisschen sparen kann, finde ich, ist das eine super Sache. Ja, mir kommt jetzt auf jeden Fall schon so ein Schwung von Duft entgegen. Ich habe auch wieder mein schlaues iPad am Start, damit wir gleich auch direkt nochmal die Duftbeschreibung durchgehen können. Aber erst möchte ich natürlich ganz neutral, wie gesagt, unvoreingenommen an den Düften erstmal schnuppern. Den Anfang macht von Country Candle Cookies and Cream Cake. Ja, da bin ich jetzt natürlich gespannt. Also, so sieht das gute Stück aus. Man sieht hier auf jeden Fall die Cookies. Verarbeitet zu einem Kuchen. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das Oreos sind mit einer leckeren Sahnecreme. Könnte Käsekuchen sein? Oder so ein Käse-Oreo-Kuchen? Käsekuchen mit Oreos? Hoffentlich riecht er auch so gut, wie er aussieht. Schauen wir mal. Oh, ja. Das könnte tatsächlich ein Käsekuchen sein. Oh, der gefällt mir. Der hat so eine ganz leichte säuerliche Note, finde ich. Also wird wahrscheinlich Cheesecake sein. Was ganz Sahniges, Milchiges. Und dann eben diese Kakao-Note.
Getränken, also ne, so Kakaopulver, ihr wisst, was ich meine, dieses dunkle Kakao zu einem Keks verarbeitet. Das kommt da richtig schön durch. Der gefällt mir. Cookies and Cream Cake, ja. Also man kennt ja so, oh Gott, was ist denn hier los? Also man kennt ja so diese Cookies and Cream Düfte, ne? Das ist ja immer dieser typische Oreo-Duft. Aber ich finde hier gepaart mit dem Kuchen eben, also wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass es Cheesecake ist. Das gibt dem Ganzen irgendwie nochmal so einen Kick. Also es riecht nochmal anders als die gängigen Oreo-Düfte, die man halt so kennt. Oh, das gefällt mir. Ich hoffe, der wird auch in der Lampe so schön rauskommen. Ach, gucken wir mal eben, was da offiziell drin sein soll. Ich blende es euch ja natürlich hier oder hier, je nachdem, dann nochmal ein. Also wir haben hier Schokoladensplitter, Karamellcreme, Schlagsahne, Milch, Vanilleorchidee, Praline, Tonkabohne, Vanille und Moschus. Okay, also ist jetzt nicht explizit Cheesecake aufgelistet. Ich finde trotzdem, es hat irgendwie so einen Cheesecake-Touch. Also ich glaube, wer Angst vor Maggi hat oder irgendwie wegen der Karamellcreme, dass das ein bisschen, ne, so Maggi-mäßig werden könnte. Also ich muss sagen, für mich ist es kein Maggi-Duft. Also wer da Angst hat, bräuchte da jetzt eigentlich keine Angst haben. Ja. Milch. Schlagsahne, ja, das riecht man auf jeden Fall. Und dann diese dunkle, wie gesagt, so dunkler Kakao, Schokosplitter, irgendwie sowas. Lecker. Ja, doch. Ich muss sagen, er gefällt mir schon gut. Ich sehe gerade, hier ist das falsche Label draufgeklebt worden. Hier steht nämlich Coconut Blueberry Tart. Nee, ist es nicht, oder? Haben sie da. Nee. Nee, nee. Das ist, also vorne ist das richtige Label drauf, aber hinten haben sie das falsche draufgeklebt. Ist ja nicht schlimm. Ja, naja, jedenfalls. Ich mag ihn. I like. Würde ich mir die Kerze holen? Oh, wahrscheinlich nicht, weil das ist so ein Duft, da müsste ich Bock drauf haben. Also das ist jetzt kein Everyday-Duft für mich. Für mich ist das sowieso auch eher ein Küchenduft und in der Küche brenne ich meistens keine Kerzen. Deswegen, ja, ich glaube, ich werde es bei den Waxmates belassen, aber nichtsdestotrotz finde ich ihn sehr schön. Also Duft Nummer 1 ist schon mal gut. Genau, machen wir dann mal direkt weiter mit dem nächsten Duft. Sehr foodlastig bei Country. Cosmic Cupcakes. Also ich finde das Label wunderschön. Ich finde das wirklich sehr toll, wie sie das. Hallo? Wie sie das gemacht haben mit diesem bunten Frosting da oben drauf auf dem Cupcake. Das sieht wirklich, ja, wirklich kosmisch und sehr lecker aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was hier drin war offiziell. Hier ist aber auch das richtige Label hinten drauf. Cosmic Cupcakes. Lassen wir uns mal überraschen. Also das Wachs ist auf jeden Fall auch schön dunkel. Das passt wirklich sehr gut zu dem Frosting. Sieht sehr schick aus. Oh. Oh. Sehr zitrisch. Riecht für mich wie ein Zitronen-Cupcake. Also eigentlich eher Lemon Cupcake und nicht unbedingt Cosmic Cupcake. Ich habe tatsächlich eher was Bäriges erwartet, auch wegen der Farbe, vielleicht so Blaubeere oder so. Ja, vielleicht schwingt da auch unten drunter so ein bisschen Blaubeere mit. Das würde ich jetzt gar nicht ausschließen unbedingt. Aber es riecht im ersten Moment wirklich eher zitrisch. Mit einer süßen Cupcake-Note dabei. Und dann vielleicht so unten drunter kommt dann tatsächlich so ein bisschen Heidelbeere durch. Ich finde den nicht schlecht. Ich finde den nicht schlecht. Er haut mich jetzt nicht um. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich nach hinten umkippe und sage, oh mein Gott. Aber er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Doch. Ja, wie gesagt, also irgendwie so was Zitrisches. Unten drunter ein bisschen was Bäriges und eine süße, vanillige Cupcake-Note dabei. Oh doch, doch, doch. Der gefällt mir. Gucken wir mal, nach was er eigentlich riechen soll. Also ich muss sagen, dass die Kerze wirklich sehr hübsch aussieht. Also dieses dunkle Wachs mit dem Label da oben vorne drauf, mit dem Cupcake, das sieht wirklich toll aus. Also allein deswegen könnte man sich vielleicht sogar überlegen, sich die Kerze zu holen. Das sieht wirklich schick aus.
Okay, wir haben hier kandierte Zitrone, Orangensaft, Limetten, Zesten, das riecht man auf jeden Fall. Rote Beeren, okay. Dann haben wir die Kokosmilch, Kakaopulver, Butterkaramell. Muss ich sagen, rieche ich alle drei jetzt erstmal nicht. Also ich rieche weder sonderlich die Kokosnussmilch, Vanille, ach nee, Quatsch, Kakaopulver. Würde ich jetzt sagen, rieche ich erstmal auch nicht. Butterkaramell, also rieche ich ehrlich gesagt auch nicht. Also wer jetzt hier auch wieder Angst hat, dass da eine Mega-Maggi-Note durchkommt, finde ich nicht. Und dann haben wir nochmal die Zuckerkristalle, Vanille-Buttercreme, achso, Vanille-Buttercreme-Glasur. Ja, das riecht man. Also ich würde sagen, die Kopf- und die Basisnoten, die riecht man, aber die Herzen, also die Herznoten mit der Kokosnuss und dem Karamell und so, das kommt ja vielleicht warm. Ne, vielleicht kommt das noch warm. Aber so alles in allem, muss ich sagen, gefällt er mir ganz gut. Und wegen dem Label und der Optik, muss ich sagen, könnte eventuell sogar eine Kerze einziehen. Aber gucken wir erstmal, wie er warm ist. Ne? Vielleicht ist er warm ja nochmal anders. Ich hoffe nicht. Aber also erstmal gefällt er mir ganz gut, muss ich sagen. Kerzenkandidat, so in Klammern, eventuell. Mal gucken, vielleicht. Ne? Eventuell. So, der nächste Duft, den wir haben, wieder sowas Foodiges. Da kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht nicht jedermanns Sache ist, weil ich weiß, dass diese ganz süßen, zuckrigen Düfte nicht so beliebt sind. Ich mag sowas, ja, ne? Ich bin ja total die Süßnase. Und ja, deswegen schauen wir mal. Der Blue Raspberry schaut so aus. Ja, sieht nach einer leckeren, bunten Haribo-Tüte aus mit so, ja. Himbeer-Konfekt oder wie nennt man das? Ja, schauen wir mal. Noch mit so Zucker oben drauf, vielleicht auch so ein bisschen säuerlich. Ja, dann gucken wir mal. Ja. Ja, es riecht eigentlich so, wie es auch abgebildet ist, nach so einem, nach so einer Süßigkeit. Ne? Das ist noch so einer zuckrigen, fruchtigen Süßigkeit. Ich muss sagen, er ist sehr. Also es ist jetzt nichts, was ich noch nie gerochen habe. Das ist jetzt, ja, ich würde mal behaupten, bei Scentsy gibt es mindestens 10 Bars, die irgendwie in so eine Richtung gehen. Also spontan erinnert er mich zum Beispiel an Unicorn Kisses oder, nee, nicht Unicorn Sparkle, Unicorn Kisses. Wie heißt er denn? Ja, also ihr wisst, welchen ich meine. Oder auch der andere, der Pixie Sparkle. Also ich finde, das geht in so eine Richtung. Weswegen er für mich jetzt nicht super, super besonders ist, weil ich diese Bars eben auch zu Hause habe. Aber damit ihr so eine Vorstellung habt, in welche Richtung dieser Duft geht, Blue Raspberry, würde ich sagen, in so eine Richtung. Also was Süßes, Zuckriges, mit was Beerigem dabei. Das ist irgendwie so ein typischer Scentsy-Duft. Ja, finde ich ganz schön. Also ich mag solche Düfte ja, wie gesagt, aber er ist für mich halt nichts Besonderes, weil ich solche Düfte in der Art halt schon zuhauf zu Hause ab von Sensi. Genau, aber wir gucken mal, vielleicht überrascht uns ja noch die Duftbeschreibung, ob uns da irgendwas erwartet, womit wir jetzt nicht rechnen. Wahrscheinlich nicht, aber wir gucken mal. Ja, also wie schon vermutet, nichts super Spannendes da dabei. Also wir haben Limette, Zitrone, Himbeeren, Erdbeeren, dann nochmal gezuckerte Blaubeeren, Zuckerwatte, Zuckerkristallhölzer und kandierter Moschus. Ja, also alles in allem sehr beerig, sehr süß. Zuckrig. Ja, wie gesagt, ist schön, aber nichts, was mich völlig applaudieren und jubeln lässt, weil ich es noch nie in so einer wunderschönen Fassung gerochen habe. Weil, wie gesagt, es erinnert mich total an die Scentsy Bars, die ich ja schon besitze. Genau, dann machen wir mal weiter mit einem Duft. Ich weiß nicht, ob das so mein Gusto ist, aber wir schauen mal. Grapefruit and Rosemary. Also die Grapefruit und die Rosmarin. Oder der Rosmarin, besser gesagt. Grapefruit ist oft schwierig, weil er einfach so bitter ist. Rosmarin, ich mag Kräuterdüfte meistens nicht so gern. Schauen wir mal. Und so sieht die Farbe aus. Finde ich auch sehr hübsch eigentlich. Passt auch zu dem Label. Oh. Ui. Ui. Nee.
Nee, das ist nicht mein Duft. Ah, ich weiß nicht warum. Ist irgendwie Kurkuma noch mit drin oder so? Das riecht für mich wie ein Rezept von meiner Mutter. Meine Mama backt manchmal so Börek, vielleicht kennt ihr das, das ist so türkisches Gebäck. Oder ja, nicht Gebäck, also es ist so fluffig und also es ist was Herzhaftes. Da macht man meistens so eine Feta-Füllung mit rein, mit Dill und ja, Feta-Käse. Und dann, ne, rollt man das so zu so einem Ball. Und dann schiebt man das in den Ofen, oben noch so ein bisschen Sesam drauf. Und ich weiß nicht warum, das erinnert mich total an Börek von meiner Mama. Kommt wahrscheinlich vom Rosmarin. Wobei meine Mama da kein Rosmarin reinmacht, aber. Nee, ich weiß nicht, nee. Das riecht für mich nicht. Mir fehlen die Worte. Das riecht für mich nicht nach einem Getränk. So wie es hier abgebildet ist. Das riecht für mich nach einer Speise, also nach einer herzhaften Speise. Und es liegt zu 100% an den Kräutern. Es kommt ein bisschen Grapefruit durch, ja, schon. Und meine erste Assoziation war Börek. Vielleicht weil ich Hunger habe, wer weiß, aber es riecht für mich so ein bisschen nach Kurkuma. Wobei Kurkuma jetzt auch nicht wirklich einen Geruch hat, oder? Es riecht für mich einfach nach diesem Börek, was meine Mama backt. Interessant. Gucken wir mal, was uns da jetzt erwartet, ne? Also der ist für mich, glaube ich, durchgefallen. Das ist kein Duft, der für mich irgendwie in Frage käme als Kerze oder als Nachkaufkandidat. Ja, also wir haben hier die prickelnde Bergamotte, Zitronenblatt und die saftige Grapefruit. Ja, dann der wilde Rosmarin, weißer Lavendel und taufrisches Gartengrün. Also mit dem Gartengrün verbinde ich jetzt irgendwie Dill. Irgendwie auch, ich weiß nicht warum, Kurkuma. Zusammen mit dem Rosmarin ergibt das für mich einfach Börek. Und dann haben wir noch weiße Hölzer und Moschus, ja. Nee. Ich weiß nicht. Kennt ihr das, wenn ihr einmal so eine Assoziation im Kopf habt, die geht dann auch nicht mehr weg? Vielleicht überrascht er mich warm. Ich glaube, dieses taufrische Gartengrün mit dem Rosmarin und dieses Zitrische dabei, das ist mir alles zu kräuterig, zu nicht meine Duftkategorie. Leider. Also Grapefruit und Rosemary ist für mich jetzt tatsächlich durchgefallen. Ja. Genau. Machen wir mal weiter mit Sweet Peach. Ui, da bin ich ja jetzt auch mal gespannt. Ich sehe so gegrillte Pfirsiche mit einem Vanilleeis dabei. So eine Kugel Vanilleeis wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus. Bisschen obendrauf, so ein bisschen was garniert. Könnte so ein bisschen in die Richtung gehen von Yankee Candle, der, wie heißt denn der? Grilled Peach oder so? Ich weiß nicht, wenn es mir einfällt, blende ich es euch ein. So, daran erinnert mich das Label auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie er riecht. Die Farbe ist auch sehr schön. Ja. Also man riecht Pfirsich auf jeden Fall. Man riecht aber irgendwie auch so ein bisschen Barbecue. So ein bisschen was Würziges, als hätte neben der Pfirsich halt so eine richtig schöne Bockwurst gegrillt. Ja, als hätte man neben der Pfirsich noch so eine richtig schöne Bockwurst gegrillt. Und die Düfte haben sich dann so ein bisschen vermischt. Und dann riecht und schmeckt der Pfirsich irgendwie so ein bisschen nach Bockwurst. So ein Eindruck vermittelt mir der Duft. Nach so einer Bockwurst-Pfirsich. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Die Pfirsichnote ist sehr schön. Die nimmt man auch gut wahr, aber da kommt irgendwas so mit. Da kommt irgendwas mit, was mir nicht gefällt. Ah, ich glaube, ich mag ihn nicht. Ich glaube, ich mag ihn nicht. Sweet Peach. Schade. Vanilleeis, so wie es ja abgebildet ist, ne, auf dem Label, rieche ich jetzt auch überhaupt nicht. Ich rieche irgendwas Würziges. Nee, ich
Ich glaube, ich mag ihn nicht. Moment, wir gucken mal, was das Würzige ist. Oder dieses Rauchige oder was ist das? Ah, gucken wir mal. Oh Gott. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ich weiß, wo es herkommt. Also, wir haben Honigtropfen, Schlagsahne, Aprikosennektar. Das klingt ja noch sehr vielversprechend. Dann haben wir die Georgia-Pfirsiche, die übrigens sehr bekannt sind. Also, da gibt es ja auch ein berühmtes Lied von Justin Bieber. Ne? Also, we just back in Georgia. Na, na, na. Ihr wisst, welches ich meine. Brauner Zucker, Muskatnuss. Oh. Ich sag's euch, das ist die Muskatnuss. Oh, nee. Und dann haben wir noch die Tonkabohne, Vanille aus Madagaskar und gerösteter Hafer. Ja, nee, das ist die Muskatnuss. Und das bestätigt nur immer wieder, was ich ja sowieso schon weiß. Muskatnuss und ich sind keine Freunde. Das hatte ich irgendwann auch mal mit, war das ein Creole oder Country-Duft, der mit den, war das der mit dem Blaubeer-Muffin? Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Da war irgendwo auch Muskatnuss drin. Und irgendwann wurde die so penetrant. Ja, ich weiß nicht, was Kringle oder Country immer mit ihren Muskatnussnoten will, aber mich stört das total. Nee, also. Nee. Der ist leider durchgefallen. Also im Moment steht es 3 zu 2. 2 sind durchgefallen, 3 sind okay. Oder 3 sind schön. Jetzt entscheidet der letzte Duft quasi darüber, ne, ob es eher ein Flop oder eher ein Top war. Coconut und Blueberry Tart. Ach ja, hier ist dann auch das Richtige. Hier ist dann auch der richtige Duft zu dem falschen Label sozusagen. Also Kokosnuss mögen wir. Blueberry Tart mögen wir auch. Also die Kombination. Sieht auch ganz lecker aus auf dem Foto, muss ich sagen. Würde ich so auch essen. Jetzt gucken wir nur mal, ob ich es so auch riechen möchte. Bitte lass keine Muskaten drin sein. Max hab's auch wieder sehr schön. Ja, der ist schön. Die Kokosnuss verbindet sich sehr schön mit den beerigen Noten. Das gefällt mir. Der erinnert mich so ein bisschen an Exotic Acai Bowl von Yankee Candle. Weil der hat auch sowas Bäriges und dann sowas, ich sage jetzt mal, Frisches. Im Sinne von, er ist nicht so schwer, so süß, so dumpf, sondern schon so ein bisschen, ja, so frische Beeren. Frische Kokosnuss. Ein bisschen süßlich dabei. So eine ganz leichte Teignote schwingt auch mit. Oh, der gefällt mir. Doch, der gefällt mir. Coconut und Blueberry Tart. Ist auch nichts irgendwie so Maggi-mäßig oder so drin. Der ist einfach lecker. So eine leckere Bowl oder so ein Tart, Bowl, was auch immer. Der gefällt mir. Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank. Gucken wir mal schnell, was da drin sein soll. Okay. Wir haben hier die Blaubeere, Pflaume. Ja, ich bilde mir ein bisschen Pflaume zu riechen, ja. Dann haben wir Kokosnuss, Mandel und dann Zimt und Karamell. Okay. Also Zimt ist ja auch manchmal schwierig bei mir, aber ich finde, hier blendet es sich sehr schön ein. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Zimt mich irgendwie erschlägt oder so. Er gibt halt so ein bisschen was Warmes, finde ich. Was Warmes, Würziges, aber nicht würzig im Sinne von, ne, wie eben gerade, sondern einfach, ja, wenn du halt backst und da ein bisschen Zimt reinmachst. Ne? So ein Feeling hat das. Ja, doch. Karamell nehme ich jetzt als solches auch nicht wahr. Es gibt wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen was Süßes noch mit bei. Also auch hier wieder keine Angst vor Maggi oder so. Zumindest so kalt geschnuppert rieche ich das jetzt nicht. Ja, der ist schön. Aber stimmt, je länger ich dran rieche, desto mehr kommt auch irgendwie so ein bisschen diese Karamellnote durch. Aber ich finde trotzdem, sie blendet sich so wie der Zimt auch sehr schön in den Duft mit ein, einfach. Ist jetzt kein Duft, den ich aufmache und sage, oh mein Gott, Karamell. So nicht. Also, ich finde, die Kokosnuss und die Beeren sind schon im Vordergrund. Ja, doch,
Der gefällt mir. Der gefällt mir. Muss ich schon sagen. So, also bei Country Candle sind wir jetzt 4-2. Also 4 gefallen mir, 2 gefallen mir nicht. Schauen wir mal, wie es jetzt bei Kringle Candle weitergeht. Da bin ich sehr gespannt. Da habe ich nämlich schon hier und da so ein bisschen was mitbekommen und bin dadurch umso gespannter, wie ich sie finden werde. Also machen wir mal weiter mit dem nächsten Bundle. Ta, 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 ta. Oh mein Gott. Wollen wir mal direkt mit dem anfangen, von dem ich schon so viel gehört habe. Machen wir einfach mal, oder? Und zwar Mon Amour von Kringle Candle. Ein wunderschönes Label, finde ich wirklich toll. Ja, wart ihr schon mal in Paris? Also ich war mal mit der Schulklasse damals, da hatten wir einen Schüleraustausch nach Alon gemacht in Frankreich und dann sind wir auf der Rückfahrt an Paris vorbeigefahren und sind dann, ich glaube für 3-4 Stunden oder so durften wir dann aussteigen und dann haben wir so ein bisschen ja, Paris erkundet und waren auch beim Eiffelturm, das war sehr schön, aber sehr kurz. Also wie gesagt, wir waren nur ein paar Stunden da. Das war toll. Paris ist schön. Zumindest vor 15 Jahren oder so, wo ich da war. Also, ja. Und bei dem Duft ist es nämlich so, das habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe versucht, mich so neutral wie möglich nicht beeinflussen zu lassen. Aber bei dem habe ich jetzt von einigen gehört, ich hatte es auch auf Instagram gelesen, ich meine, ich bin nicht komplett drumherum gekommen, dass der riechen soll wie Baccarat Rouge 540. Saint-Saëns, Caronte, wie auch immer. ja, wie das Parfum Baccarat Rouge soll das wohl riechen. Bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt. Gucken wir mal. Ja. Krass. Er hat tatsächlich diese Vibes. Das Ding ist... so, sammel dich nochmal. Also das Ding ist nämlich bei Baccarat Rouge... der hat eigentlich keine Zuckerwattennote drin, soweit ich weiß. Der besteht eigentlich nur aus Safran und ich glaube Vanille, irgendwie so. Und viele riechen aber bei Baccarat Rouge so eine verbrannte Zuckerwattennote. Und der Witz ist, das riecht man hier auch. Diese verbrannte Zuckerwattennote. Es ist wahrscheinlich kein Safran drin, gehe ich jetzt mal von aus, aber man riecht so ein bisschen auch diese Safrannote. Das ist ja echt lustig. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Also, Wahnsinn. Ich finde ihn noch leicht floral. Also, ja, irgendwie die Komponenten spiegeln eigentlich nicht das Parfum wider. Aber irgendwie assoziiert man trotzdem das Parfum damit. Also, witzig. Echt witzig. Gucken wir mal, wonach der eigentlich riechen soll. Also, wie gesagt, ich kann euch jetzt noch nicht mal irgendwie sagen, oh, ich rieche da jetzt voll... das und das raus oder ne, das sticht mir besonders irgendwie in die Nase. Das ist irgendwie so einfach dieses Zusammenspiel, was mich total, wie alle anderen, die den bis jetzt gerochen haben, auch gesagt haben, erinnert mich das total an den Baccarat Rouge tatsächlich. Also das finde ich echt lustig. Moment, ich muss mal hier zu Country, nee, Kringle. Wir sind dabei Kringle wechseln. Ja, und auch in groß, also wenn es dann auf der Kerze abgebildet ist, das Label, wunderschön. Mit der Seine, ne? Der Fluss, der noch fließt. Sieht wirklich toll aus. So, was haben wir hier? Oh, okay, krass. Also wir haben Karamellstränge, Zuckerkristalle, Vanille, Orchidee. Dann haben wir Sternjasmin. Ja, ich finde, wie gesagt, da kommt sowas Florales durch. Eichenmoos und Karminblüten. Karminblüten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Karminblüten sind. Vielleicht ist das, was diese Assoziation gibt zu Baccarat Rouge. Dann roter Bernstein, vergoldeter Moschus und Sandelholz. Ja, diese Kombi, ne, diese Dreierkombi, Bernstein, Moschus, Sandelholz, trägt oft dazu bei, dass ein Duft so ein bisschen geerdeter ist, ein bisschen parfümig auch wirkt. Ja, so ein Wohlfühl-Feeling verleiht. Und ich finde, das hat der auch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die Assoziation herkommt. Vielleicht die Karminblüten die mit den Zuckerkristallen und den Karamellsträngen irgendwie so, diese Mischung vielleicht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie der in der Lampe sein wird. So ein schöner Duft.
Ein schöner Duft. Doch, ist ein schöner Duft. Muss ich sagen. Kommt jetzt erstmal auf den Mag ich Stapel. Dann machen wir mal direkt weiter quasi mit der nächsten Hauptstadt, nämlich London. Und wir laden uns selber ein zu einer kleinen Tea Time. Also ich erwarte jetzt wahrscheinlich irgendwas mit Schwarztee. Das würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oh. Oh. Ui, der hat für mich irgendwie was Weihnachtliches. Der hat für mich so Christmas-Vibes. Da ist irgendwas drin. Zimt mit noch irgendwas. Fast schon so ein bisschen Lebkuchen? Nee, das gibt mir Lebkuchen-Vibes. Man riecht auch so ein bisschen den Tee durch, aber das ist für mich ein Weihnachtsduft. Tea Time. Das ist kein Frühlingsduft für mich. Nee, Moment. Müssen wir mal gucken. Tea Time. Oh! Oh Gott, oh Gott, ja, ja, ja. Nelkenknospe, pikante Orange, Kardamom, Sternanis, getrocknete Teeblätter, Zimt, Sandelholz, goldener Honig. Ich bin raus. Kein Wunder, dass der nach Weihnachten riecht. Diese ganzen Gewürze, Sternanis, ja. Oh Gott. Nee. Dann noch die Nelke dazu. Oh. Nee. Und dann noch die Orange dazu. Das ist so ein typischer Weihnachtsduft. Du hast diese Nelke mit dem Anis und dann die Orange dazu. Das ist für mich so ein Punsch. So ein weihnachtlicher Punsch. Dann noch der Zimt dabei. Ein bisschen Honig. Kardamom. Oh, nee. Nee. Ach, du bist leider ein Flop. So. Machen wir mal schnell weiter. Mit welchem machen wir weiter? Machen wir mal hier mit. Soll das Holland sein? Könnte auch Kopenhagen sein. Ich weiß es nicht genau. Salt Water Taffy haben wir jetzt als nächstes. Joa, ich bin gespannt. Also diese Taffy-Düfte, die mag ich eigentlich mal ganz gerne. Das ist ja so auch so wie so eine Süßigkeit, ne? Irgendwie sowas. Gucken wir mal. Auch weiß. Ich glaube, die von Kringle sind alle weiß, ne? Ja, ich glaube schon. Weißes Wachs. Riecht sehr süß. So süßbärig, fruchtig, irgendwie so. Ich bilde mir ein, noch so ein bisschen was Aquatisches zu riechen. Ich meine, würde ja auch passen, ne? Salt Water, ja. So ein bisschen salzige Meeresluft vielleicht, mit ein bisschen was Süßem. Ja, ist ganz nett. Ist ganz okay. Aber haut mich jetzt auch nicht so um. Also, Ja. Also irgendwie was aquatisch-salziges vielleicht, mit so ein bisschen was Süßem dabei, was fruchtig-bäriges. Okay. Das ist witzig, weil hier steht, was gibt es Schöneres als einen Spaziergang entlang der Uferpromenade? Ja, aber von wo? Also welche Uferpromenade? Mit ein paar süßen Snacks. Köstliche Noten von cremig-zartem Toffee überlagern sich mit süßen Essenzen von Gourmet-Vanille, spritzigen Erdbeeren, rosa Beeren und reinem Rohrzucker, ergänzt durch eine Prise prickelndes Meersalz. Aber der Witz ist, dann in den Notenbeschreibungen taucht die Toffee-Note gar nicht mehr auf. Da steht dann nur noch Zucker, Vanille, Erdbeeren, Meersalz, Frucht, süß. Okay. Ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, dass ich da Toffee rieche. Also eine Toffee-Note hat er für mich eigentlich nicht.
Man riecht die Erdbeeren, würde ich sagen. Die rosa Beeren auch. Er hat für mich was ganz leicht Muffiges. Ich weiß nicht, ob das von den Erdbeeren kommt. Der hat so ein bisschen was Muffiges. Und dann prickelndes Meersalz. Ja, doch, das riecht man schon. Aber ist nicht mein liebster Duft, nee. Obwohl er Foodie ist, ne? Das ist ja eigentlich schon so mein Ding. Also von der Duftbeschreibung her wäre er schon meins. Na, süß, Vanille, Zucker, Erdbeere. Weiß nicht. Mag ich ihn oder mag ich ihn nicht? Das ist im Moment so ein bisschen neutral. Ich mag ihn nicht, aber ich mag ihn auch nicht. So. Ich lege ihn mal so in die Mitte. So neutral. Ich weiß noch nicht. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit Avocado and Palm. Auf den bin ich sehr gespannt. Also, entweder ist das ein richtig schöner Duft und du denkst so, wow, oder das ist so, ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Entweder du magst ihn oder du magst ihn nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Avocado and Palm. Wie er sein wird. Oh mein Gott. Oh, der gefällt mir. Oh, der ist schön. Oh, der ist schön. Doch, der hat für mich so was Sauberes, Cremiges irgendwie. Und aber gleichzeitig noch so ein bisschen was süßlich-aquatisches und was Grünes, aber so süßlich-grün. Wisst ihr? Also so, wie so, so, weiß ich nicht, so, keine Ahnung. Jetzt fällt mir nichts ein, womit ich das vergleichen könnte, aber, oh, der ist schön. Oh. Doch, der gefällt mir. Der gefällt mir. Sind da vielleicht Lilien drin oder so? Der hat für mich so sandfloralgrüne Vibes. Oh, der ist schön. Je mehr ich dran rieche, desto schöner finde ich ihn. Oh, den stelle ich mir schön vor, wenn es an so einem richtig warmen Frühlingstag so vielleicht schon so leicht schwül ist und du dann so einen Duft in der Lampe hast. Oh. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Gucken wir mal, wonach dieser wunderschöne Duft eigentlich riechen soll. Oh yeah, ich lag sogar richtig. Oh mein Gott. Also hier ist drin Meersalz, frische Luft, grüne Melone. Ja, stimmt. Man riecht eine leichte Melonennote. Dann die sonnengereifte Avocado, Wasserlilie. Yay! Apfelblüte. Ja, Palmblatt, Aloe-Wasser und Strandholz. Oh Gott, ist der schön. Ach, genau, jetzt weiß ich auch, wie ich darauf gekommen bin. Der erinnert mich nämlich an einen Duft, den ich selber mal im Shop hatte. Wie hieß denn der jetzt nochmal? Ich glaube, der hieß Sorted Lily oder so hatte ich den genannt. Das war auch so ein wässriger Duft mit Lilie und so ein bisschen Salty Sea eher. Oh, der hat für mich so diese Vibes von dem Duft. Oh, schön. Die Melone mit der Apfelblüte, dazu die Wasserlilie. Ich finde, dieses Dreieck, diese Dreierkombi, die riechst du. Du riechst was leicht säuerliches, florales von der Apfelblüte. Dann riechst du die Melone, das hat ja, Melone, ne? Das riecht man einfach. Und dann eben noch die Wasserlilie, was aquatisches, aber eben auch diese süß-florale, aquatische Note. Und dann noch so ein bisschen Aloe Vera. Der ist toll. Strandholz, muss ich sagen, rieche ich jetzt so erstmal nicht. Also ich rieche da jetzt keine explizit holzige Komponente raus. Oh mein Gott, der ist schön. Da brauche ich vielleicht eine Kerze. So, du kommst auf den Stapel. So, die letzten zwei, dann sind wir auch durch. Sea Breeze. Den weiß ich noch, da hatte ich die Duftbeschreibung gelesen und dachte mir so, boah, der muss dir gefallen. Also die Duftbeschreibung klang so toll. Ich weiß leider nicht mehr, was es war, aber ich weiß noch, dass als ich es gelesen habe, dachte, oh, der ist bestimmt schön.
Also hoffentlich ist das auch so. Seabreeze, gucken wir mal. Oh ja. Oh ja. Ich meine nämlich, ich rieche Kokosnuss und Banane. Oh, so ein bisschen was Vanilliges dabei. Und dann so dieser Strand-Vibe, so Strand-Feeling. Oh yeah. Also ich finde ehrlich gesagt, das Label passt nicht unbedingt 100%, weil man würde ja eher was aquatisch, vielleicht so ein bisschen Salziges erwarten. Was Frisches. Aber ich finde, das ist er überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht frisch aquatisch, sondern total fruchtig. Eben durch die Banane, Kokosnuss, Vanille. Erinnert mich so ein bisschen an, welcher Duft war das nochmal? Es gab schon mal so einen Duft von Country oder Kringle, der auch diese Noten hatte. Banane, Kokosnuss, Vanille und auch so ein Beach-Label hatte, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Also er erinnert mich an einen Duft, den ich schon kenne von Kringle oder Country. Aber er ist trotzdem schön. I like Seabreeze. Ach ja, da ist gar keine Banane drin. Nee. Hier steht nur Inselfrüchte. Na gut, eine Banane kann ja auch eine Inselfrucht sein, oder? Also wir haben hier Ozon, Kokosnuss. Frucht, Grün, Kokosnuss nochmal und Amber. Das könnte auch sowas wie Drachenfrucht oder so sein. Das ist so ein bisschen was, so eine Wasserfrucht steht hier auch, ne? Habe ich das gerade gesagt? Inselfrucht. Ja, aber es hat sowas Wässriges, so eine wässrige Inselfrucht. Und ich rieche da Banane, keine Ahnung. Mit der Kokosnuss. Ah, der ist schön. Der ist schön. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich eine Kerze brauche. Das muss ich, oder das kann ich erst beurteilen, wenn ich ihn warm mal getestet habe. Aber ich finde ihn jetzt erstmal sehr schön. Oh, Gott sei Dank, ne? So, und dann sind wir auch schon beim letzten Duft. Botanicals. Ein sehr schönes Label, wie ich finde. So Aquarell ist das, glaube ich, ne? So gezeichnet, gemalt, Aquarell. Ja, ich bin gespannt. Diese botanischen Düfte, oder auch hier der Succulents, wie auch immer, die haben mich ja meistens enttäuscht. Deswegen hoffe ich, dass der mich nicht enttäuscht, Botanicals. Oh, ja. Sehr floral. In your face, voll auf die 12, floral. Oh, es könnte sowas wie Flieder sein. Flieder, Hyazinthe oder so. Ich bin ja nicht so der Pflanzenkenner, ne? Ich bekenne mich auch dazu, dass ich kein Kenner bin. Ja, aber es hat für mich so Flieder-Vibes. Der erinnert mich so ein bisschen an so Lilac Garden von Goose Creek zum Beispiel. Also so Schnittgrün, sehr dominante florale Noten. Ja, also wenn ich zum Beispiel den Lilac Garden von Goose Creek nicht zu Hause hätte, und das ist halt auch ein Duft, den kann ich nicht jeden Tag düfteln, also da muss ich schon, ne, Bock drauf haben. Also wenn ich die Kerze zum Beispiel nicht zu Hause hätte, würde ich sagen, ja, könnte eventuell was sein. Aber ja, da ich solche Düfte in der Art schon zu Hause habe, wäre es für mich jetzt eher kein Kerzenkandidat. Aber ich finde ihn ehrlich gesagt nicht schlecht. Also er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt kein Top-Favorit. Also hier ist sehr viel los. Wir haben Morgentau, Rosenwasser und Orangenblüte. Ja, stimmt, so ein bisschen was Rosiges schwingt mit. Ja, doch. Dann haben wir Maiglöckchen, Rosa Jasmin, Hyazinthe, okay. Dann haben wir grünen Bambus, Fliederblätter, ja, und Wiesengras. Ja. Da, genau das bekommt man auch. Also man riecht Flieder, Hyazinthe. Das alles riecht man mit so einem Touch Rose dabei. Bambus, Wiesengras. Er ist schon sehr grün.
grün und floral. Also an alle Blumenmädchen da draußen, das wäre wahrscheinlich was für euch. Mir ist er ein bisschen zu viel. Der ist mir zu viel. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn da zum Beispiel noch ein bisschen Vanille zum Beispiel drin gewesen wäre. Oder irgendwas, was ihn so ein bisschen abmildert. So, oder vielleicht ein bisschen Sandelholz oder ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Amber. Irgendwie so Moschus vielleicht, ne, dass er noch ein bisschen parfümiger wird. Aber all das ist es nicht. Es ist wirklich ein authentischer, floraler, in-your-face Gartenduft. Also, ja. Er passt thematisch auf jeden Fall sehr gut in die Thematik, ne? Aber mir ist er ein Touch too much, würde Guido Maria Kretschmer jetzt sagen. Also, er kommt mal auf den Neutralstapel. Also, er ist nicht schlecht. Er ist mir persönlich einfach ein bisschen zu viel. Grün, floral, ne? Und das war's auch schon. Ja, wir sind durch. Alle 12 Düfte von Country und Kringle Candle haben wir jetzt einmal durchgeschnuppert. Ich habe 7 Stück, die mir gut gefallen haben. 2, die ich neutral finde und 3, die für mich durchgefallen sind. Die ich gut fand, wir machen jetzt auch schnell, ne? Dann sind wir auch durch. Also Coconut und Blueberry Tart könnte ich auf jeden Fall mir vorstellen, eventuell die Kerze zu holen. Blue Raspberry war für mich so ein bisschen ja, beliebig, weil es ihn halt schon 100 Mal gab, aber ich fand ihn trotzdem schön. Cosmic Cupcakes, also allein schon wegen dem Label finde ich ihn so toll, könnte ich mir eventuell vorstellen, eine Kerze zu kaufen. Cookies and Cream Cake fand ich auch schön, mal was anderes, nicht immer dieser typische Oreo-Duft, sondern halt so ein bisschen noch, ne, für mich eine Cheesecake-Note, die da noch so mitschwingt, finde ich ganz schön. Sea Breeze finde ich auch toll, muss ich mal gucken, ob die Kerze eventuell irgendwann mal einzieht. Und ja, ich glaube sogar schon fast meine 2 Favoriten. Ja, meine 2 Favoriten sind beide von Kringle Candle. Einmal Avocado and Palm, den finde ich wirklich wunderschön. Und der Mon Amour, den finde ich auch sehr schön, weil er einfach diese Baccarat Rouge Vibes hat. Also ja, die 2 würde ich sagen, sind auf jeden Fall meine Lieblinge. Die 2, die ich so okay finde, sind Botanicals und der Saltwater Taffy. Wird wahrscheinlich keine Kerze einziehen, aber ich finde sie jetzt nicht schlecht. Also sie sind so neutral, finde ich okay. Und die 3, die für mich durchgefallen sind, sind einmal Tea Time, weil das für mich einfach nach Weihnachten schreit. Diese ganzen Gewürze. Alter Verwalter. Nee, gar nicht meins. Sweet Peach, Kardamom oder was war da jetzt drin? Muskatnuss. Oh, nee, gefällt mir nicht. Und der Grapefruit and Rosemary riecht für mich nach Börek von meiner Mutter. Deswegen ist er für mich leider auch durchgefallen. Also ja, es ist ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen. Aber der Stapel mit den Düften, die mir gefallen, ist auf jeden Fall größer als der Stapel mit den Düften, die mir nicht gefallen. Was ja schon mal gut ist. Und ich bin ja generell eher so ein Frühling-Sommer-Düftler. Also ich kann mit Herbstdüften nicht so viel anfangen. Mit Weihnachtsdüften oft auch nicht. Eben wegen den ganzen Gewürzen. Und deswegen freue ich mich dann immer umso mehr, wenn es neue Frühlingsdüfte gibt oder neue Sommerdüfte. Das ist halt eher so mein Ding. Und ja, deswegen freue ich mich, dass der Großteil der neuen Frühlingsdüfte mir gefallen hat. Ja, Börek. Ich rieche hier Börek. Keine Ahnung. Ja. Das war's. Danke fürs Einschalten. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo freuen. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Also bis dann.